Ja. Hey, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit dem amtierenden Roman Garros Champions. Wir fangen gleich an. Fragen für Kevin und für Andreas, bitte. Ja, Peter. Was hat denn jetzt so die letzten 8 Tage, sage ich mal, seit diesem Rausch von Paris ausgegeben? Seid ihr schon wieder, ich muss nicht sagen, seid ihr schon wieder nüchtern, aber das Ganze, diese ganze Gruppe, ich könnte da ein bisschen beschreiben. Ja, nach einer Woche kann man schon sagen, dass wir wieder nüchtern sind, auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch stark gefeiert und es musste auch sein, das finde ich, hatten wir uns auch verdient und haben das natürlich sehr genossen da, den Sieg, und haben den auch gut gefeiert mit Familie und Freunden, wir hatten ja einen großen Anhang dabei. Dann ging es am nächsten Tag ziemlich gerädert dann nach Hause, bei mir nach Köln, und habe einfach die ersten Tage dann so ein bisschen entspannt. Nicht so viel gemacht eigentlich, es einfach mal sacken lassen, mich mit Freunden, Familie getroffen und den Sieg genossen. Und ich glaube, das dauert auch einfach noch so ein bisschen, bis man das so richtig realisiert hat, was wir da geschafft haben. Und dann habe ich am Donnerstag dann wieder mit dem Training angefangen und jetzt sind wir schon wieder hier. Es geht Schlag auf Schlag weiter und jetzt freuen wir uns hier, auch wieder Gas zu geben. Noch besser, ne? Nee. Und ein eigentlicher Spezialbelag, oder? Können wir jetzt auch nicht mehr sagen. Vor French Open haben wir gesagt, ja, vielleicht ist Rasen unser Lieblingsbelag. Aber es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, dass. Nee, ich glaube, wir haben letztes Jahr uns da echt ziemlich wohl gefühlt. Also, wir haben davor das Challenger in Ilkley haben wir Finale gespielt und dann auch uns qualifiziert in Wimbledon, dritte Runde, dann mit Matchspielen verloren. Also von dem her fühlen wir uns schon relativ wohl, würde ich mal sagen, auf Rasen. Aber es wird natürlich auch immer enger auf Rasen, weil kürzere Ballwechsel, alles, das Feld rückt so ein bisschen näher zusammen, weil der Belag halt es auch so hergibt. Von dem her, aber wir fühlen uns jetzt nicht unwohl, würde ich sagen. Ja, da haben wir leider alle Deutschen irgendwie auf einen Haufen, ne? In einer Section. Ist natürlich nicht so optimal fürs Turnier, würde ich sagen, aber das können wir eh nicht beeinflussen, die Auslosung. Wir müssen es einfach nehmen, wie es kommt. Ja, dann fangen wir am Dienstag an und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, unglaublich. Also, ja, ich war das letzte Mal da mit Juniors-Zeiten da und kurz zwischendurch, glaube ich, einmal zu Quali. Aber unglaublicher Empfang. Ja, hätten wir jetzt, glaube ich, nie so erwartet, dass uns wurde nur gesagt, ja, wäre cool, wenn ihr so zur Auslosung kommen würdet mit einem kleinen Empfang oder so. Und dann kommen wir auf die Bühne und ja, es sind so viele Leute da und die ganzen Bierbänke, da waren voll und drumherum stehen auch viele Leute und haben ja, applaudiert am Anfang und ja, freut uns natürlich unglaublich und wir haben es auch nicht so erwartet natürlich, dass so viele Leute oder der Empfang so groß war. Also schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl gewesen. Ja. Ja, wurde jetzt auch mal langsam Zeit. Ne? ja, wir haben uns natürlich echt riesig gefreut über die insgesamt echt positive Resonanz, ne, die wir bekommen haben. Wir haben das natürlich auch mitbekommen, was wir da für Wellen geschlagen haben mit dem historischen Sieg beim French Open. Und ja, wir haben jetzt einige Spieler schon wieder getroffen hier die Tage und haben uns natürlich alle nett gratuliert und sind ja alle auch eigentlich in einem guten Verhältnis und da kann man dem anderen auch ganz normal gratulieren, sich für den anderen freuen ja, ist einfach schön, so Reaktionen dann zu bekommen, nicht nur von Spielern, von allen irgendwie insgesamt. Es war echt sehr positiv und hat uns extrem gefreut und
lassen das mal alles irgendwie gerade auf uns zukommen. Ist ja auch irgendwie alles irgendwie auch neu für uns, ne? Weil wir sind ja noch nicht so lange dabei. Seit Anfang des Jahres spielen wir eigentlich mehr ATPs und ja, wir genießen das jetzt einfach, lassen es auf uns zukommen und müssen jetzt aber auch langsam dann wieder den Fokus aufs Tennis richten, ne? Soll ich machen? Das machen wir immer abwechselnd eigentlich, oder? Okay, das ist am einfachsten. Okay. Nee, wir haben gesagt, wir spielen eigentlich jetzt nur noch die Grand Slam, das reicht uns. Nee. Nur noch die Großen, nee, oder? Jetzt nee, der eine hebt völlig ab jetzt hier nach einem Sieg. Aber wir haben natürlich, wir haben die Woche, war es positiver Stress natürlich auch. Also wir haben uns riesen Spaß gemacht, wie der Andi schon gemeint hat, dass so viele Anfragen auch kamen und so viele Leute auch geschrieben haben und so, und es war ja super, super Gefühl. Aber jetzt sind wir hierher gekommen und haben gesagt, ja, das ist ja auch das Schöne und im Sport, dass es einfach wieder von null losgeht, dass wir jetzt keinen Vorteil dadurch haben, dass wir jetzt zwei Runden vor sind oder so. Also wie gesagt, geht wieder von null los und da müssen wir wieder uns auf die Matches konzentrieren, ja, konzentriert an unseren Sachen arbeiten weiter, weil gibt es immer Kleinigkeiten dran zu arbeiten. Also wir geben uns jetzt nicht so zufrieden oder lassen jetzt irgendwie nach oder so. Von dem her, ja, gehen wir da in jedes Match, gehen wir hier in die erste Runde, besprechen die Taktik ganz normal, wie wir es auch die letzten Wochen auch gemacht haben, und konzentrieren uns da voll und ganz auf die nächsten Punkte, auf die nächsten Spiele, so banal, dass sich das anhört, aber ja, ich glaube, anders geht es auch nicht und anders wäre auch, ja, macht auch keinen Sinn anders, ne? Ja, natürlich gibt es da Unterschiede, ne? Ich meine, man muss halt sich knallhart hocharbeiten, ne? Von den Futures auf die Challenger, auf die ATPs, und das war immer unser Ziel, dass wir irgendwann mal uns auf der ATP-Tour etablieren und die großen Turniere spielen können, bei allen Turnieren dabei sein können, und das haben wir jetzt ja quasi geschafft und macht uns natürlich sehr stolz und glücklich. Und ja, so die Unterschiede. Ja, allein schon von der Organisation, so beim Challenger, ne, ist alles einfach ein bisschen kleiner, und klar, weiß ich nicht, kleinere Hotels, kleinere Anlagen, weniger Zuschauer, das Ganze drumherum ist einfach was kleiner, was übersichtlicher, und das Level ist natürlich auch dann nochmal besser, ne, wenn du auf die ATPs kommst und bei den Grand Slams. Du musst direkt von der ersten Runde halt voll da sein, 100% geben in der ersten Runde, weil ich weiß nicht, beim Challenger kannst du vielleicht manchmal auch noch durchkommen, wenn du nicht dein bestes Tennis spielst in den ersten ein, zwei Runden, und beim ATP musst du von Anfang an voll da sein, weil alle Teams gut sind und du kannst dir keine Schwächen erlauben, und das merken wir auch, und ja, wir mussten uns da auch von Anfang an so ein bisschen anpassen. Wir haben ja seit Anfang des Jahres jetzt vermehrt ATPs gespielt, und den Unterschied merkst du, und daran musst du natürlich auch wachsen und in diese neue Rolle hineinwachsen, und haben da auch viel Selbstvertrauen jetzt gesammelt in New York mit unserem ersten ATP-Titel, und würde ich schon sagen, dass wir jetzt angekommen sind auf der Tour, und aber jetzt der French Open-Sieg ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also gute Vorbereitung eigentlich, würde ich schon mal einstreuen. Jetzt muss ich aber antworten. Ne? Ja, das war ja für dich. Ja, das war so eine spontane Aktion mit dem Future. Das war halt direkt bei mir in der Heimat, vor meiner Haustür quasi. Da in dem Club habe ich in den Juniorenzeiten noch gespielt. Und ich war in der Woche zu Hause. Einer meiner besten Kumpels hat mich angerufen, der das Turnier mitorganisiert, hat gefragt, ob ich mit ihm spielen würde. Er hat eine Wildcard fürs Doppel.
Und da habe ich kurz überlegt und gesagt, ja, eigentlich ist es ja auch ganz gutes Training, ne, hier ein paar Doppelmatches zu spielen. Und so kam das dann. Es war so eine Herzensangelegenheit. Die Leute haben sich sehr gefreut, waren auch viele Zuschauer dann auch da und hat einfach Spaß gemacht, mit meinem besten Kumpel da Doppel zu spielen. Und wir um ein Haar hätten wir es auch fast gewonnen. Er hat einen Matchball dann im Finale verloren, leider. Was auf meine Kappe geht, weil ich den Volley nicht weggemacht habe. Das mich bis heute auch noch ärgert. Aber ja, das wäre lustig gewesen, ne? Irgendwie ein Future als Vorbereitung zu gewinnen und dann die French Open. Wir haben noch gescherzt in der Woche, dass wir gesagt haben, das war doch eine gute Vorbereitung eigentlich, oder? Für die French Open. Jetzt gewinnst du die, und da haben wir alle gelacht. Und so ist es dann doch gekommen, ne? Und echt unglaublich, ja. Ja, ich glaube, jetzt ist der Kevin dran, oder? Mit einem, dass er mal ein Future einstreut. Ich hab's jetzt schon bewiesen, dass ich. Ja, mal gucken, die Zeit zwischen French Open und Wimbledon ist nicht so lang, deswegen. Vielleicht vor US Open dann. Ne? Du spielst doch gerne viele Turniere, dann ja, das stimmt, vielleicht passt das ja irgendwo noch rein. Ja, wir sind eigentlich, wir haben ein relativ kleines Team eigentlich, also um uns herum. Ab und zu geht mal hier und da mal der Coach mit. Und wir trainieren, also jetzt, wenn wir zu Hause sind, trainiert der Andi in Köln, ich in München, machen da unsere Sachen. Und so nutzt man natürlich auch die Turniere. Zum Beispiel jetzt vor Paris war Heilbronn eigentlich ganz, ganz gutes Turnier. Also um auch so an Sachen zu arbeiten, nochmal extra Einheiten zu machen und so. Und das hilft natürlich auch. Also deswegen kann man das als auch Trainingswoche jetzt auch mal sehen. Also jetzt natürlich mit dem Turnier, und natürlich wollte man natürlich auch das Turnier gewinnen und so. Aber so an Sachen nochmal extra zu arbeiten, das ist, hilft schon dafür, vor allem vor French Open, vor den großen Turnieren, dass man da nochmal zusammenarbeitet. Hast du dein Geld noch, Andi? Schon ausgegeben. Ich hab's noch. Ja, wie sieht's bei dir da aus? Ja, also okay, okay, das ist schon mal gut. Ja, ist natürlich richtig, dass einiges auf uns eingeprasselt, ne, nach dem Sieg. Und gab es natürlich viele Anfragen wir haben viele Telefoninterviews gegeben, waren im Fernsehstudio hier und da, also ein paar kleinere Sachen. Wir sind zum, ja. Aber so von der Sponsorenseite, klar, denke ich schon, dass es Interesse auch geweckt hat. Aber da sind auch ein paar auf uns herangetreten. Aber es ist alles noch überschaulich, würde ich sagen, ja. Nee, bei den Gary River Junior Open, ja. Hab ich gewonnen. Komm jetzt. Das ist immer so eine Sache, wenn man Kevin fragt, wie seine Ergebnisse waren von vor ein paar Jahren. Ich bin immer schon froh, wenn er noch die Ergebnisse aus diesem Jahr weiß. Wenn ich manchmal beim Abendessen ihn frage, weißt du noch das Match im Februar da? Und sagt er, welches Match? Und dann teste ich ihn manchmal aus Spaß. Ja gut, das vergesse, dann... Ich bin froh, wenn der Kevin in der Woche noch weiß, wie das Finalergebnis war. Das kann ich mir erinnern. Also. mein Coach damals dabei, der auch, jetzt auch dabei ist die Woche. Und da weiß ich noch, Finale draußen noch angefangen, gegen Delic schießt er noch. Und dann gab es Regen. Und Gott sei Dank. Und dann habe ich auf Teppich dann weiterspielen müssen. Und dann... Genau. Also umso weiter das in der Vergangenheit liegt, desto besser erinnert er sich irgendwie. Komischerweise, ich verstehe die Logik nicht ganz, aber so ist es ja. Los und jetzt
Ja, genau, wie der Kevin auch eben schon gesagt hat, wir können uns jetzt von dem Sieg beim French Open nicht viel kaufen für die nächsten Turniere, ne? Wir kriegen dadurch sind wir nicht hier automatisch im Halbfinale oder so und leider nicht. Es geht, wie gesagt, schon wieder von null los und wir hatten jetzt ein paar Tage, uns auszuruhen, ein bisschen zu trainieren, das mal ein bisschen sacken zu lassen, aber wir sind gestern hier angekommen und richten jetzt den Fokus schon wieder seit gestern voll auf die erste Runde. Wir haben die Auslosung gesehen. Wir wissen, dass es eine tricky erste Runde ist mit Dustin Brown und Tim Pütz. Wenn wir da jetzt anfangen, das irgendwie lockerer zu nehmen oder so, dann kann das auch schnell wieder nach hinten losgehen. Das wissen wir. Und deswegen haben wir da direkt schon den Fokus wieder voll bei 100% auch im Training und die Intensität ist da und wir wollen da jetzt dran anknüpfen. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen und freuen uns jetzt einfach auf die nächsten Turniere und wissen, dass wir dann in der ersten Runde wieder voll da sein müssen, weil es im Doppel auch einfach so schnell geht, es alles so eng ist. Wenn du da ein paar Prozente nachlässt, dann kannst du schnell verlieren. Deswegen müssen wir da sein und freuen uns einfach jetzt auf die nächsten Turniere. Ja. Dankeschön. Okay.